Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Matthias Stengel, ich bin Sales Engineer bei Esri Deutschland und heute soll es um Reality Mapping gehen. Im Speziellen um zwei Produkte. Es handelt sich um Drone-to-Map und Sidescan. Und wie können diese Produkte verwendet werden, um aus Drohnendaten, Drohnenbildern Produkte abzuleiten, wie ein True-Auto oder ein Geländemodell, ein Oberflächenmodell, aber auch 3D-Modelle wie Punktwolken und 3D-Meshes. Beide Produkte sind ein bisschen unterschiedlich, die produzieren die gleichen Outputs, aber das eine ist ein Desktop-Produkt, das andere ist ein Software-Service, also läuft in der Cloud. Und es soll ein bisschen darum gehen, die Unterschiede darzustellen und die Möglichkeiten, die man hat mit diesen Produkten und wie diese in das ArcGIS-System eingebettet sind. Wir werden uns unter anderem anschauen, wie man eine Flugplanung erstellt, wie man einen Flug durchführt, wie man dann die Daten in die Softwareprodukte lädt und prozessiert und wie die Endprodukte aussehen, die Unterschiede dann zwischen den zwei Produkten uns ein bisschen anschauen, die Analysemöglichkeiten innerhalb der Produkte und wie man dann auch die Ergebnisse in ArcGIS weiterverwenden und analysieren kann und veröffentlichen kann in Apps zum Beispiel. Also in ArcGIS Pro weiter analysieren oder ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise, das Erstellen von Apps, was dann die Kollaboration innerhalb des Teams oder der Entscheider ermöglicht. Drohnendaten können in unterschiedlichen Bereichen sehr hilfreich sein, sei es für Inspektionen, für Bauvorhaben, Qualitätskontrolle, um Erdbewegungen zu monitoren, ob in einem Tagebau zum Beispiel, um Fortschritte zu monitoren, wie entwickelt sich ein Bauvorhaben, um Planungen zu unterstützen und so weiter. Erste Frage ist, warum wollen wir Drohnen verwenden? Da gibt es mehrere Punkte. Geld einsparen, ja, man kann mit einer Drohne große Flächen relativ schnell befliegen und Daten aufnehmen. Vielfältige Geodaten sind ableitbar, das habe ich gerade schon erwähnt. Orthomosaike, True Autos sogar, Punktwolken, Geländemodelle, Höhenlinien und so weiter. Man kann sogar in beiden Produkten Analysen fahren, ein bisschen eingeschränkt, aber man kann Messungen durchführen, Volumenberechnungen und so weiter. Aufnahme unzugänglicher Gebiete, ich glaube, das ist selbsterklärend. Also, wenn man ein steiles Gebiet hat oder ein gefährliches Gebiet, wo man kein Personal hinschicken möchte, kann man mit der Drohne drüber fliegen und Daten aufnehmen. Unsichtbares sichtbar machen, wenn man einen Sensor hat, eine Kamera, die vielleicht sogar vier Bänder aufnehmen kann, nahes Infrarot, dann sieht man zum Beispiel beim Infrarotkanal, kann man ableiten die Vitalität von Pflanzen zum Beispiel. Ja, was wir als Menschen nicht sehen können, Kameras können sehen, schneidet man das an eine Drohne, dann kann es auch die Drohne sehen und man hat die Daten, die auch verarbeitet werden können in Drone-to-Map und Sidescan. Ja, also nicht nur drei Bänder, sondern multispektrale Daten können auch verarbeitet werden. Dann Messungen vornehmen, genau das habe ich schon erwähnt, 2D, 3D-Messungen, Volumen kann berechnet werden und alles ist eingebettet in das ArcGIS-System. Die zwei Produkte, Drone-to-Map und Sidescan, gehören zur ArcGIS Reality Produktfamilie. Hier geht es um Reality Mapping. Was ist Reality Mapping? Man versucht die physische Welt in die digitale Welt zu überführen und das möglichst genau. Ja. Mit 2D-Produkten, 2,5D-Produkten und auch 3D-Produkten wie das Mesh zum Beispiel, was man hier in der Mitte sieht. Es gibt vier Produkte, ArcGIS Reality für ArcGIS Pro, ArcGIS Reality Studio, was eher für große Projekte geeignet ist, da komme ich in der nächsten Folie drauf. Und dann haben wir Sidescan für ArcGIS und ArcGIS Drone to Map für eher regionale Anwendungen und spezifisch für Drohnen. Hier sieht man es nochmal genauer, links unten sieht man ArcGIS Drone to Map und Sidescan für ArcGIS und man sieht auch, dass in der Y-Achse sind die unterschiedlichen Plattformen, also Drohne, luftgestützt und Satellit mit der unterschiedlichen Flughöhe und ArcGIS Drone to Map und Sidescan sind für Drohnendaten gemacht, ja, also relativ niedrige Flughöhe und auch für relativ kleine Flächen. Sidescan ist hier ein bisschen breiter aufgestellt, was das Projektgebiet angeht, weil es auch eine Projektmanagement-Plattform mehr oder weniger ist und Flottenmanagement mit einbegriffen ist. Man hat mehrere User, die fliegen können und in Sidescan dann interaktiv auf die unterschiedlichen Projekte zugreifen können. Das bedeutet, man kann jetzt nicht unbedingt mehr Fläche befliegen, ja, da muss man trotzdem fliegen, genauso wie für Drone to Map und die Projektgröße ist relativ vergleichbar, die maximale.
Aber man kann einfach dadurch, dass man ein Flottenmanagement mit dabei hat, ist einfach ausgelegt auf mehrere Drohnen, die man hat in der Flotte und mehrere Kollegen oder Kolleginnen, die mit der Drohne Befliegung durchführen, Analysen und so weiter. Und die Analysen kann man auch parallel durchführen bei Sidescan. Das läuft in der Cloud, da komme ich noch später drauf zurück. Man sieht aber auch, dass ArcGIS Reality for ArcGIS Pro alles abdeckt. Ja. Also hier haben wir Drohnen, Luftgeschütz und Satellit, aber das ist eher für großflächige Befliegung, für Städte oder Länder. Und ArcGIS Reality Studio ist dann genau für luftgestützte Befliegungen. Und das kann sogar auf Landesebene passieren, also zigtausend Quadratkilometer. Die Key-Outputs sind für beide Produkte Sidescan und Drone-to-Map mehr oder weniger identisch. Key-Outputs sind True-Autos, digitale Oberflächenmodelle, digitales Geländemodell, als auch eine Punktwolke und ein Mesh. Zusätzlich können noch in den unterschiedlichen Produkten, kann man auch noch visualisieren, zum Beispiel Konturlinien, multispektrale Indizes können abgeleitet werden. Bemaßungsergebnisse in beiden, man kann messen in beiden und auch die Messung speichern und veröffentlichen, ja, also auch zugänglich machen in ArcGIS Online oder Enterprise. Und das ist für beide Produkte Drone2Map und Sidescan der Fall. Kurz zum TrueAuto, also basierend auf dem digitalen Oberflächenmodell. Das ist toll, weil jeder Pixel ist in einer geometrischen korrekten Position. Ja, also da ist keine Verkippung da, wie man oben sieht, ein traditionelles Automosaik und unten ein True-Auto-Foto, man hat keine Schnittlinien. Und das ist natürlich ideal, wenn man das überlagern möchte mit schon existierenden GIS-Daten. Ja, dann hat man da keinen Versatz, wie man oben sieht, sondern die GIS-Daten vom Gebäudeumriss zum Beispiel überlagern sich perfekt mit dem Gebäude. Entfernung von Artefakten, ja, also bewegliche Objekte wie Autos, Züge und so weiter oder Reflexionen auf dem Wasser, die werden rausgerechnet und angepasst und die sind dann im Endprodukt idealerweise entfernt, was man hier unten sieht. Also unten ist, wie es jetzt ist, als dass bewegliche Objekte rausgerechnet werden und oben sieht man es, wenn es nicht passiert. Das heißt, die ganzen Autos, die sich auf der Straße bewegen, die findet man dann im True Auto, im Endprodukt nicht. Ein Auto, was natürlich steht, wie hier auf dem Parkplatz, das ist weiterhin im TrueAuto dann zu finden. Jetzt kurz speziell zu Drone2Map in einem Satz. Was ist ArcGIS Drone2Map? ArcGIS Drone2Map verarbeitet Fotoaufnahmen von GPS-Drohnen zu zwei- und dreidimensional verwendbaren Geodaten. Ein bisschen genauer, Drone2Map ist eine Desktop-Anwendung. Ja? Das ist auch der große Unterschied zu Sidescan. Sidescan ist Software as a Service, also es läuft in der Cloud. Das ist der große Unterschied zwischen den zwei Produkten. Aber ArcGIS Drone2Map ist eine Desktop-Anwendung, was auch bedeutet, sie ist offline verwendbar. Das heißt, wenn man im Feld ist, keine Internetverbindung hat, kann man die Daten trotzdem prozessieren. Den Output habe ich schon angesprochen, 2D-Produkte, 2,5D mit digitalem Oberflächenmodell, digitales Geländemodell, als auch 3D-Produkte, eine Punktwolke und ein Mesh. Multispektrale Kalibrierungs- und Verarbeitungsfunktionen sind da. Das heißt, man kann auch multispektral befliegen und die Daten können auch verarbeitet werden. Thermisches Infrarot ist auch unterstützt. Es bietet Analyse- und Bearbeitungsfunktionen in der Software, das werde ich gleich zeigen, kurz in einer kleinen Demo. Und man kann, was ganz toll ist, super schnell aus Drone2Map das Projekt in ArcGIS Pro öffnen, aber auch veröffentlichen. Also man kennt es aus ArcGIS Pro, einfach den Share-Button drücken, veröffentlichen in die Cloud, entweder zu ArcGIS Online oder auch ArcGIS Enterprise, beides ist da möglich. Kurze Demo. Hier sehen wir jetzt eine kleine Befliegung, ein Tagebau in Spanien. Die Projektdaten, die blauen Punkte, repräsentieren die einzelnen Bilder und die Linie, wo die Drohne geflogen ist. Man kann die Einzelbilder auch anschauen, wenn man auf die Punkte klickt. Ich habe es jetzt hier schon mal durchgerechnet. Man sieht jetzt hier die Basemap. Das kann man auch hier, die Basemap kann man auch hier anpassen, wenn man möchte. Hier kennt man die klassischen ArcGIS Esri Basemaps, die zur Verfügung gestellt werden. Und insgesamt das Interface ist stark an ArcGIS Pro angelehnt. Also das, wenn man ArcGIS Pro schon kennt, ist der Umstieg sehr einfach und auch intuitiv. Hier ist jetzt ein Produkt, das TrueAuto, was aus der Befliegung abgeleitet wurde. Und man sieht schon, die Auflösung ist um einiges besser als in der Basemap. Dann haben wir hier noch das digitale Geländemodell und hier das Oberflächenmodell. Genau, das Geländemodell ist ohne die Elemente, die auf dem Gelände stehen. Also ohne Bäume, Gebäude idealerweise.
Aber hier will ich auch schon mal was zeigen. Die Bearbeitungsfunktion, die wir hier haben, über Edit. Und ich möchte nicht das digitale Surface-Modell anschauen, sondern eigentlich das digitale Terrain. Und man sieht hier schon bei den Schutthügeln hier, dass hier das Terrain ein bisschen nicht optimal abgeleitet wurde. Ja. Also hier sieht man auch eine kleine Erhebung. Idealerweise sollte es flach sein. Oder hier beim Gebäude sieht man, dass hier ein paar Artefakte sind, die ich gerne rausrechnen möchte und das einebnen möchte. Dafür gibt es Editiertools in Drone2Map. Hier kann ich über Edit Raster sagen, ich möchte mein DTM, das Geländemodell, editieren. Und jetzt ist es relativ einfach. Ich kann hier wählen, welche Region ich bearbeiten möchte. Ich kann jetzt hier einfach mal zum Beispiel diesen Bereich hier delineieren. Und dann kann ich wählen, welche Operation, also was soll passieren mit dem Polygon. Was ich möchte, ist Interpolate from Edges. Das heißt, hier wird dann interpoliert von außerhalb in die Fläche. Und ja, kann einfach Apply drücken, dann sieht man schon, das Endergebnis ist viel besser. Das gleiche würde ich jetzt hier kurz schnell machen für, kurz schauen, genau den Schutthügel hier, damit nachher die Messung auch besser ist. Kurz hier das Geländemodell ein bisschen verbessern, einfach Apply und man sieht eindeutig, dass hier dann die Ergebnisse besser sind. Okay, ich muss jetzt irgendwann aufhören, das macht Spaß. Save, dann wird es gespeichert. Und genau, jetzt kann man auch zum Beispiel, was ich vorher erwähnt habe, Volumenberechnung durchführen. Wenn wir uns das Bild mal anschauen, ich möchte Volumen berechnen von zum Beispiel diesem Hügel hier, den kann ich auch ein Polygon zeichnen und sehe hier, das sind 46,89 Kubikmeter an Volumen. Das gleiche für die größeren, kann ich jetzt nochmal 191. Und da sieht man jetzt, wie viel Kies, Schotter oder wie auch immer Sand man hier hat. Und kann das super einfach überprüfen. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele oder ein Beispiel, wie man es analysieren kann und auch editieren kann, was ich vorher gezeigt habe. Was ich noch hier kurz zeigen möchte, sind die 3D-Produkte. Genau, hier sieht man das Mesh. Genau, hier wollte ich noch zeigen, Share. Man kann hier Feature Layer wie aus ArcGIS Pro nach ArcGIS Online veröffentlichen oder Enterprise. Die ganze Webmap, ein Scene Layer und so weiter. Und man hat natürlich hier auch eine Punktwolke. Last but not least, was ich super toll finde hier, ist diese Verknüpfung hier, Open ArcGIS Pro, Open Project. Und dann hat man alles in ArcGIS Pro und kann dann gleich tiefergreifende Analysen fahren, wie zum Beispiel Deep Learning Modelle laufen lassen oder Punktwolkenklassifizierung. Und einfach den Workflow, den man in ArcGIS Pro vielleicht schon entwickelt hat, auf die Daten direkt anwenden. Jetzt kurz zu Sidescan for ArcGIS. Sidescan verarbeitet Fotoaufnahmen von GPS-Drohnen zu 2- und 3-dimensional verwendbaren Geodaten. Das ist jetzt genau das gleiche wie bei Drone2Map. Der einzige Unterschied ist, dass es in der Cloud passiert. Nicht auf dem Desktop, sondern in der Cloud. Okay, jetzt in mehreren Sätzen, was Sidescan ist. Es ist ein Software-as-a-Service-Produkt, das heißt, es läuft in der Cloud. Esri kümmert sich um Updates, um die Hardware, da müssen sie sich um nichts kümmern. Und es bietet einen End-to-End-Workflow. Was bedeutet das? Von der Befliegung, von der Flugplanung, Befliegung, Datenprozessierung, Analyse und das Veröffentlichen von Daten und die Anbindung ins ArcGIS-System wird alles abgedeckt. Dazu gibt es dann das SaaS-Produkt, also Sidescan für die Prozessierung in der Cloud und so weiter. Aber es gibt auch noch eine Mobile-App, die heißt Sidescan Flight App. Und mit der kann man Flüge planen, ja, und die Drohne auch fliegen lassen. Und dann werden die Daten können dann direkt in die Cloud geladen werden. Man braucht eine Internetverbindung und dort direkt prozessiert werden. Sie müssen für die Flugplanung übrigens kann man auch in dem Software-Service, also in Sidescan Manager, auch erstellen, aber den Flug durchführen und so weiter kann man nur mit der App. Sie müssen die App nicht verwenden, Sie können auch eine andere App verwenden und die Daten dann einfach in Sidescan hochladen und prozessieren. Geht auch, aber der ganze Workflow wird abgedeckt von der Flugplanung und Befliegung und so weiter.
Die Produkte, die erstellt werden, wie vorher schon erwähnt, Sidescan, gleich wie bei Drone to Map, 2D, 2,5D und 3D Produkte, multispektral, thermische Infrarotunterstützung, Analyse- und Bearbeitungsfunktion, ein bisschen anders als in Drone to Map, aber sehr ähnlich. Was hier noch dazu kommt, ist Flottenmanagement. Also Sie können, wenn Sie mehrere Kolleginnen haben, die Drohnen befliegen und Sie haben mehrere Drohnen, haben Sie ein Flottenmanagement und auch die Anwender, wer ist welche Drohne geflogen, wo ist die Drohne und so weiter. Und Sie haben auch einen Überblick über die ganzen Projekte. Genau, wie gesagt, Anschaffungs- und Konfiguration der Hardware entfallen. Ja. Speicher ist nicht limitiert in der Cloud. Das heißt, Sie können hier sehr viele Projekte durchlaufen lassen und prozessieren. Und Esri bietet ein sicheres US- oder EU-Hosting an. Hier kurz nochmal ein Überblick zum End-to-End-Workflow. Also es gibt die zwei Produkte hier für Sidescan. Einmal die App für die Flugplanung und Durchführung und dann Sidescan Manager in der Cloud für die Prozessierung und Analyse und Bereitstellung der Daten. Der End-to-End-Workflow sieht so aus. Man entwickelt einen Flugplan, man geht ins Feld, lässt die Drohne fliegen, nimmt Daten auf. Das kann hier so aussehen. Genau, sehr dynamisch, man kann unterschiedliche Flugmuster definieren. Das Gelände kann mit einbezogen werden, was sehr hilfreich ist, wenn man fliegen möchte, wo es ein bisschen gebirgiger ist, ja, dass die Drohne nicht in den Berg fliegt, wenn man einstellt, 100 Meter Flughöhe. Genau, und dann kann man sie fliegen lassen. Man sieht dann in der App auch, wo die Drohne sich gerade befindet, wie der Ladestatus ist, was dann die Auflösung vom Endprojekt ist, wie viele Bilder genommen werden, ob eine Batterieladung reicht und so weiter. Das wird dann alles in der App berechnet und der Flug kann sicher durchgeführt werden. Dann hat man die Daten, dann kommt Sidescan for ArcGIS, also der Sidescan Manager. Die Daten werden hochgeladen in die Cloud und dann kann man es automatisch prozessieren lassen, True Autos erstellen, Geländemodelle und die Produkte, die ich vorher schon erwähnt habe. Cloud Hosting und Prozessierung, genau. Und dann, wenn die Produkte erstellt sind, ist man hier nicht am Ende, sondern man kann das in ArcGIS Online veröffentlichen oder ArcGIS Enterprise. Und es besteht auch eine Möglichkeit, das mit Autodesk BIM 360 zu verknüpfen. Eine kurze Demo zu Sidescan. Ja, bei mir sieht es so aus, wenn ich Sidescan öffne. Ich habe drei Projekte, das ist die Startseite und kann die hier auswählen. Eine ist auch das Tagebauprojekt, was ich gerade in Drone to Map gesehen habe. Vielleicht ganz kurz, kann man sich angucken. Also, man hat hier auch die Ergebnisse, man kann sich die Geländemodelle anzeigen lassen, wenn man möchte. Genau, ein Hillshade ist hier noch möglich, Konturlinien zum Beispiel, was auch interessant sein kann. Ja, kann man hier alles einstellen. Das sieht aus, das war jetzt für das Terrain Model die einzelnen Bilder und die kann man dann auch interaktiv anschauen, aber ich möchte hier kurz ein anderes Projekt anschauen, das Water District, das ist eine Demo von Esri Inc. Aber was ich hier spannend finde, dass es auch noch Ground Control Points gibt, ja, die ich ins Projekt reingeladen habe, also Messungen vor Ort mit dem GPS oder GNSS-Gerät, sehr genaue Messungen, die man dann hier verlinken kann mit den Bildern. Und das geht automatisch. Ja? Also man kann sagen, dass Sidescan automatisch die Checkerboards hier erkennt im Bild. Da gibt es ein paar Muster, was Sidescan automatisch detektieren kann. Wenn das nicht funktioniert, dann kann man das natürlich auch manuell machen. Und man kann auch die GCPs hier dann noch manuell überarbeiten. Ja? Das ist ganz einfach. Man kann hier die erkannt wurden, ja? Man kann die auch rauskicken, wenn man sagt, ach, das ist falsch detektiert. Man kann es auch nochmal hier manuell anschauen. Hier sieht man, auf welchen Bilder welcher Ground Control Point erkannt wurde. Und dann kann man zum Beispiel den hier anschauen und die einzelnen Bilder hier nochmal genauer inspizieren. Und gegebenenfalls, wenn man dann die GCPs genau gesetzt hat, kann man es nochmal prozessieren lassen, um eine höhere Genauigkeit zu bekommen. Hier nochmal zurück. Genau, also sieht ähnlich aus wie in Drone to Map. Auto Mosaic. Das True Auto ist auch schon erstellt, das habe ich auch schon gezeigt. Was toll ist, eine Timeline. Ich habe jetzt hier leider den Datensatz, der stellt es nicht zur Verfügung, aber wenn man mehrere Überfliegungen hat, kann man hier mit dem Swipe-Tool kann man die Unterschiede sehr gut erkennen. Also man kann eigentlich so ein bisschen Change Detection hier machen. Visuell, man kann hier auch Messungen durchführen. Ich schaue mal, was ich hier habe.
Genau, so Volumenmessungen zum Beispiel. Und man kann es auch in 3D sich anschauen, wie das Volumen aussieht. Hier von einem Auto zum Beispiel haben wir jetzt 15 Kubikmeter. Ja, amerikanisches Auto, vielleicht ein bisschen größer, genau. Und man kann hier die Comparison Surface auch austauschen, zum Beispiel zum anderen Zeitschnitt, ja, einer anderen Mission, die man geflogen ist, um dann Ausgrabungen oder sowas zu dokumentieren, ja, wie viel Volumen entnommen wurde oder ob sich die Schutthügel jetzt in einem Bergbau zum Beispiel, ob sich das verändert hat über die Zeit. Das ist hier alles interaktiv möglich. Kann man hier die Punktwolke anschauen, man kann sich hier noch Profile anzeigen lassen. Genau, und sieht dann hier, wo man sich befindet. Man kann auch die Höhe messen. Ja, da gibt es hier die Messtools hier rechts oben in der Ecke. Oder Distanzen, natürlich auch möglich. Das kann man hier auch in 2D, das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber kann man natürlich auch machen. Ah, da habe ich das Volumen gezeigt, genau. Aber man kann jetzt hier auch Distanzen messen zum Beispiel. Hier, man sieht die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Punkten, Distanz, Gesamtdistanz und man kann hier sogar die Slope anzeigen lassen. Also es geht hier ein bisschen bergab in die Richtung. Aber um das besser sehen zu können, kann man sich einfach auch das Mesh anschauen. Und eine Sache vielleicht noch, die ich ganz spannend finde, ist hier den Foto-Inspector. Man kann einen Punkt setzen und sieht dann, welche Bilder verwendet wurden oder auf welchen Bildern man dieses Objekt hier erkennen kann, diesen Pixel. Ja. Und die dann auch verwendet wurden zum Berechnen für die 3D-Produkte oder 2,5D-Produkte oder auch das TrueAuto. Genau, kurz wollte ich noch die Unterschiede darstellen zwischen SiteScan und Drone2Map. Prozessierungsumgebung, SiteScan in der Cloud, Software Service, Drone2Map Desktop. Ja, das ist der wichtigste Unterschied. Drone2Map kann offline verwendet werden, SiteScan nicht. Man muss die Daten hochladen, man braucht eine Verbindung zum Internet. DroneFlight App, ich habe gezeigt, die SiteScan Flight App, ja, die für iPads entwickelt wurde, die gibt's, die kann man auch verwenden für Drone2Map. Da muss man aber schauen, dass man die SiteScan Limited verwendet. Das ist eigentlich das gleiche Produkt, nur mit ein paar Einschränkungen. Ja. Und man kann jetzt zum Beispiel nicht automatisiert aus dem Limited in SiteScan hochladen, die Daten. Input-Daten sind Drohnen, ja. Ich glaube, das sollte auch klar sein für beide Produkte. Die Outputs sind identisch, 2D, 2,5D, 3D. Dann SiteScan der Unterschied, Cloud-Verbindung zur Flight-App, ja, das hat Drone2Map nicht. Drohnen-Flottenmanagement ist auch bei SiteScan vorhanden, aber nicht bei Drone2Map. Und dann gibt es noch Analysewerkzeuge, die ein bisschen unterschiedlich sind in beiden Produkten. Ja. Aber man kann Messungen durchführen, man kann die Messungen dann auch öffnen. Genau, das ist eine der ersten Folien. Das soll einfach nochmal hängen bleiben. Also Drone2Map und SiteScan. Der Unterschied liegt nicht in den Outputs, ja. Die sind identisch. Der Unterschied liegt, ob man Desktop-Anwendung verwenden will oder was Software as a Service. Das kommt immer auf den Anwendungsfall an. Ja. Für manche mag es besser passen, aber man braucht eine Offline-Möglichkeit, das heißt im Feld. Man ist und will die Daten schon prozessieren, man ist beflogen und will die Daten prozessieren. Und wenn man dann zu Hause am Schreibtisch ist, will man die Endprodukte schon fertig haben. Dann ist eher Drone2Map die Lösung. Wenn das kein Thema ist, ist natürlich so eine Automatisierung, dass die Daten automatisch hochgeladen werden in die Cloud und prozessiert werden und die Produkte dann zur Verfügung stehen, man einfach eine E-Mail bekommt und man muss sich nicht um die Hardware kümmern, nicht um die Updates und so weiter, dann ist eher SiteScan die richtige Lösung. Dann möchten wir ganz kurz auf den letzten Schritt eigentlich zurückkommen, die Veröffentlichung. Also es ist in beide Produkte sind in ArcGIS-System eingebettet. Das heißt, man kann nach ArcGIS Online und ArcGIS Enterprise veröffentlichen. Und dann kann man auch Apps oder Dashboards erstellen zum Beispiel. Ja. Und das wollte ich kurz noch ein Beispiel bringen, was das vielleicht ein bisschen veranschaulicht. Hier sieht man zum Beispiel jetzt ein Dashboard, was dann an die Entscheider vielleicht geht. Ja. Also jemand, der von GIS oder Drohnen jetzt keine Ahnung hat, aber der verantwortlich ist fürs Management von der Site oder für Entscheidungsträger einfach. Und hier sieht man, dass man die Messung, die Messung Drone2Map oder in SiteScan, die Polygone, die man gezeichnet hat und die Messung des Volumens, sieht man hier, die wurden veröffentlicht nach ArcGIS Online und wurden hier in ein interaktives Dashboard gepackt. Das heißt, man kann hier
interaktiv und explorativ die Daten sichten und die Analysen, zum Beispiel hier Volumen von diesem Polygon ist 42. Jetzt kann ich noch ein zweites dazu nehmen, das hier, dann sind wir bei 72 und so weiter und so fort. Genau, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns einfach und vielen Dank, schönen Tag noch. Ciao.